Alter, ich fahre gerade mit Standard und mit Batterie auf Mittel, RS. Habe ich gerade zwei lila Sektoren gefahren, vielleicht sogar gerade nochmal eine schnellste Runde. Was ist das denn für eine crazy Runde, die ich gerade fahre? Oder meinen Motor voll aufzudrehen. Juhu. Juhu. Boah, Ferrari fährt von mir weg und es leckt. Warum? Ist das dieses Typische, was die RTL-Kommentatoren bei F1 immer sagen? Die Reifen werden nach einer bestimmten Zeit wieder besser. Junge, wie er mir hinten drauf fährt, Digga. Ey, die Bots sind ja ultra aggressiv, Alter. Das ist ja unnormal. Ich finde, die Reifen sind echt voll gut gerade bei mir. Halt nochmal auf Fett. Mein Frontflügel gefällt mir nicht. In dieser letzten Kurve hier. Ja, ja, es muss man ein Auto leichter machen für gelbe Reifen. Aber die roten Reifen sind echt geil. Okay, mit Fett dreht man vielleicht leichter durch sogar. Wir haben noch 2,2 Runden Überschuss. War auch ungefähr so viel, aber ich will so leicht sein wie möglich für gelb eigentlich. Ich nicht, ich will vorher wechseln. Einfach wegen dem Frontflügel. Oh, das ist echt anstrengend wieder. Ja, tatsächlich. Ich schwitze echt ultra krass. Ja, ich schwitze auch. Das ist unnormal. Aber ich find's geil. Ja, oh nein, voll verbremst. Nein, ich hab mich gedreht. Das ist scheiße. Ultra kacke. Hat er dich überholt? Ich hab mich doppelt gedreht. Okay, dann brauche ich wohl nicht mehr nachfragen. Oh, das hätte auch ins Auge gehen können. Ich bin dritter Platz. Okay. Beide Mercedes, ne? Ja. Beide Ferrari jetzt hinter dir. Ich wäre. Beide Mercedes vor dir. Weiter geblieben hätte ich mich nur einmal gedreht, aber ich habe halt wieder Gas gegeben und. Gras am Reifen und Junge. Ja. Verrückt. Kennt man. Aber es war halt auch so knapp. Der wäre halt wirklich, weil ich nicht unsichtbar geworden bin, beinahe in mich reingefahren. Ja, eben, das ist halt so eine Sache jetzt. Da muss man aufpassen. Welche Runde bist du gefahren? War das ja die beste, ne? Ja, 1,29,4. Boah. Bin 3 Sekunden schlechter als du. Ich habe 6,7 Sekunden Abstand jetzt zu Hamilton. Das ist krass. Scheiße. Wie viel zu Vettel? 6,8. Ah, bist ja, also ich bin genau in der Mitte zwischen beiden. Ist ja relativ mittig. Fucking hell. Oh, das war nicht so perfekt, aber es ist okay. Okay, Van Dorn kommt nicht mehr so krass ran. Aber wenn ich natürlich jetzt an die Box gehe, bin ich ganz, ganz hinten. Ich glaube, ich war gerade mit dem Abstand zu Bottas gar nicht schlecht unterwegs. Aber das hat halt dieser Doppeldreher in dieser scheiß letzten Kurve. Ich hasse die. Die ist zu kotzen. Jo, es hat geleckt, fand auch vor mir auf einmal. Durch einen Leck einfach. Er hat sich vor nach vorne gebackt. Ich verstehe das nicht gerade. Könnt mir das gerne sagen, woran das liegt? Ob das einfach Internet-Lags sind oder was das ist? Bugs oder keine Ahnung. Irgendwas ist es wohl. Also, ich hatte das mit dem Teleportieren nur einmal. Ich hab's bis jetzt schon dreimal oder ganz am Anfang. Es laggt die ganze Zeit. Jetzt schon wieder. Und ich drehe mich. Es hat mich rausgehauen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil die können mich alle wegrammen. Bin sowieso Letzter jetzt. Das war in der Box, ne? Oh, stimmt. Krass, der ist jetzt an der Box. Der ist an mir vorbeigefahren, ja. Der fährt, glaube ich, 2 Box. Strategie. Ach, fuck it, Alter. Durch die Lags, Leute. Das ist ganz klar einfach durch die Lags. Das soll jetzt auch keine Ausrede oder irgendwas sein, aber man hat's gesehen. Es hat wieder geleckt und auf einmal stand ich auf dem Kiesfeld. Bett, Beet, Vieh, was auch immer.
stell einfach mal die Grafikeinstellung eins weiter runter, aber ich denke nicht. Oh mein Gott. Denk nicht, dass es daran liegt. Ich immer gleich mal. Boah, ich muss jetzt richtig gut mit Gelb fahren. Richtig weit hinten. Zwei Sekunden bin ich hinter Hamilton. So, zwei Sekunden wäre Undercut-Versuch möglich. Diese und nächste Runde fahre ich noch, dann gehe ich an die Box. Bin gespannt, also. Bottas müsste jetzt eigentlich, würde ich sogar fast sagen, der fährt nicht rot-gelb. No, muss nicht sein. Man sieht aber auch nicht mehr oben in der Anzeige, was sie für Reifen haben. Doch, wieder diese links daneben. Ah doch, ah stimmt, links. Ja, ja, okay, jetzt ist. Okay, ich mach die Grafikeinstellung einfach eins runter. Wenn ich das hier überhaupt kann. Hier einfach auf hoch. Oh, Hamilton hat sich teleportiert. Junge, was ist denn hier mit dem Multiplayer los? Ich weiß es nicht. Es kann echt. Leute, wir zocken hier gerade am Release-Tag. Ja. Einen Tag später kommt diese Folge hier online. Also, wir zocken das direkt am Freitag. Ich habe jetzt einfach die Grafikeinstellung 1 runtergestellt. Also nicht mehr auf Ultra hoch, sondern auf hoch. Ich bin jetzt gespannt, ob das. Ich habe das gar nicht verändert. Ja, ich auch nicht. Hatte ich bisher auch nicht gemacht. Ich habe es jetzt einfach mal 1 runter. Aber. Oh! Es hat wieder geleckt. Ja. Und das liegt dann am Internet einfach. Ich guck das jetzt kurz an und ja. Ich war kurze Zeit in Hamilton. Ich habe einen roten Frontflügel. Ich war gerade an der Box. What the fuck? Boxenstopp. Ich war gerade in Hamilton. Ja, das liegt echt am Internet irgendwas. Das gibt's nicht echt. Warum muss das sein? Ich glaube, das sind die Server. Ja. Warum aber? Ist doch verarsche hier. Also bei F1 2017 habe ich andere, bei anderen YouTubern war das auch so, dass sie sich manchmal teleportiert haben. Bei uns ja nie. Da gab es nie Probleme irgendwie. Ja. Aber hier jetzt offensichtlich schon. Ha, ist das ein Bullshit. Das Rennen kann ich abhaken. Konnte ich letzte Saison bei F1 2017 auch. War Australien für mich auch 0 Punkte, aber hier ist bei mir was drin. Wenn die mich jetzt durch ihre Teleportation nicht kaputt machen. Ja, die haben es mir auch zweimal kaputt gemacht. Oh. Da ist mir jetzt. Ja, ach ja, es gibt ja jetzt hier 3 DRS-Sektoren auf dieser Karte, das haben wir auf dieser Strecke haben wir noch gar nicht gesagt. Und habe ich auch noch nicht nutzen können. Jetzt gerade zum ersten Mal. Mich auch noch gar nicht so aufs DS konzentrieren. Geht er an der Box? Ja, er geht an die Box. Okay, dann gehe ich nicht an die Box, weil ich will nicht ausgebremst werden. Dann gehe ich eine Runde später als geplant an die Box. Ah, Mann. So, Standard. Stellen wir wieder hoch. Oh, nice. Ich habe hier sogar wieder DS. Haha. Und dann kriegt er den Undercut hoffentlich nicht hin. Also, wie fitter bist du? Ich habe ja eher ein. Erster jetzt dann gerade. Dann hast du mich schon überrundet. Pandorn ist auf Platz 2! Ja, der ist direkt vor mir. What the fuck? Ich habe eine blaue Flagge. Fickt euch! Safe werde ich disqualifiziert wegen blauer Flagge, Alter. Als ob du von Pandorn nicht wegkommst. Nicht von Pandorn, ich bin hinter Pandorn. Hinter mir ist Ferrari. Ja, ne? Blöd. Komm, ich lass diesen Arsch vorbei, Alter. Er kommt aber nicht. Oh mein Gott. Junge, war das gerade knapp. Da wäre ich beinahe abgeflogen, weil ich ein bisschen zu eng die Kurve genommen habe. Kann ich nicht bringen. Ja, jetzt ist Mercedes da. Ey, sag mal. Was für Reifen hat Bottas? Mann! Hier ist Hamilton. Yo! Er kickt mich in die Wand! Was soll das? Junge, wie ich gerade ausgerastet bin, aber Junge, was soll das? Was ist das denn? Komm schon.
Zieh mir bitte die richtigen Reifen auf. Ich hab's ja wieder umgestellt jetzt auf gelb, das hattet ihr gesehen. Ich hab schon wieder einen kaputten Frontflügel, Alter. Jawohl, gelbe Reifen. Diese hässlichen... Was soll das, Alter? Das kann nicht wahr sein. Irgendein scheiß Force India hat mich schon wieder in die Wand gedrückt, Alter. Und die Bremsen sind irgendwie warm. Warte, ich guck gleich mal, was Bottas hat. Bin relativ hinter ihm. Mann, was willst du denn von mir von blauer Flagge, Alter? Leck mich am Arsch, Alter. Ich bin erster geblieben. Ich kotz das gerade so an. Ultra Abstand, glaube ich. Kotz das so an, grad. Das ist unnormal. Ja, Bottas hat lila Reifen. Er geht nochmal an die Box. Okay, Leute, das ist gerade optimal. Ja, wie das gerade gelaufen ist. Für mich. Für mich, nicht für dich. Ich kotz, Alter. Bin gerade so ausgerastet. Meine gelben Reifen muss ich einfahren jetzt erstmal. Die Runde noch nicht so viel Gas geben. Wie vielter ist Bottas? Zweiter? Oder Dritter? Bottas ist gerade Dritter. Aber der muss nochmal an die Box, also... Der sollte für mich keine Gefahr darstellen. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach jetzt in die Wand fahre und aufhöre, Alter. Das ist... Die drücken mich die ganze Zeit, haben die mich in die Wand geballert. Das tut mir leid. Ich verstehe das nicht, weißt du, ich komme raus, fahre so ein bisschen, dann sind da blaue Flaggen und ich dachte, hey, bremst ein bisschen, was macht ein Force India? Voll hinten rein und in die Wand, Alter, kennt er nix. Der wollte dich halt überholen. Ja, ich war voll rechts, was soll das denn? Vorhin Raikön, jetzt irgendein Force India, Alter, das, die haben es noch nicht abgesehen. Ich bin 18. Ihr habt mich alle überrundet. Allein euch zurück überrunden, das ist unmöglich. Ich habe 41 Sekunden auf Platz 17, Alter. Das ist doch unnormal, Alter. Was soll das? Ja, solche Rennen habe ich auch. Ich erinnere mich an China, da wurde ich mehrere Male überrundet. Ja, ich weiß. Oh, das ist echt hässlich. Einfach nur, weil mich... Alles Fahrtraining jetzt nur, weil mich die anderen einfach in die Wand rammen, Alter. Ja, blaue Flagge, leckt mich, Alter. Ich weich auf keinen Fall aus. Ja, warum sollte ich, Alter? Wenn er... Mach gleich nochmal eine neue, schnellste Runde. Wenn er vorbei will, soll er vorbei. Wenn nicht, dann... Vettel, Alter. Leck mich. Warum ist es eigentlich noch blaue Flagge? Ich bin locker eine Sekunde von ihm entfernt. Ab 3 Sekunden oder so gibt es, glaube ich, blaue Flagge. Also ich bin... Ja, okay, jetzt hat er in der Kurve gar nicht gebremst. Der ist direkt hinter mir jetzt. Die Hecken, Alter, das ist unmöglich. Alter, das ist 1,3 Sekunden Stop schneller. Stopping Go Strafe. Sag mal, du überholst mich doch nicht. Bist du schlecht dafür und ich krieg dafür eine Strafe, Alter. Das ist so hässlich. Fahrer hinter mir. Ich geh nicht weg. Das erste Rennen hat mich eh schon gefickt, Alter. Was ist das denn? 6,3 Sekunden ist er mitten hinter mir. Also wieder so ein dummer Fehler. Und ich bin weg vom Fenster. Und das passiert mit gelben Reifen auch mal. Nochmal 5 Sekunden. Ey, unnormal. Komm, fahr doch vorbei, Mann. Er fährt mit 2 km/h an mir vorbei, Junge. Ich glaube, dasselbe hatten wir aber auch in der ersten F1 2017. Ja, hatten Karriere, wir auch. Da wurde da ich war immer, dasselbe bei dir bei Australien. Da wurde ich immer gefickt, Alter. Das ist unnormal. War noch unsere Controller-Karriere, Junge. Ja, ich nicht. Ich hatte da auch länger. Ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich ihn überholen lassen. Das bringt mir halt sowieso nichts. Ne? Ich krieg jetzt keine Strafen mehr. Ich habe ja schon genug. Aber ich müsste ihn ja wieder überholen, damit ich vorankomme. Das geht nicht. Ich
kann nicht von Ferrari wegfahren, das geht nicht. Abgesehen davon, dass ich ultra scheiß fahre, weil ich wieder einen orangen Frontflügel habe. Weil mich in die Wand gerammt wurde. Du musst doch eher an die Box. Dann kannst du doch wechseln. Ja, später. Du musst doch die Box, also... Ja, wann muss ich das machen? Ja, irgendwann halt. Also muss es, glaube ich, noch nicht mehr rein theoretisch, aber... Ja, ich... Wenn du eher an die Box ja, musst... nachher halt. Ich glaube Runde 18 oder so hat er gesagt, soll ich... Mann, ey, ist das nervig, Alter. Wenn man einmal überrundet wurde, das ist so hässlich. In der Tat, sagst du was Richtiges. Wird wahrscheinlich eher weniger überrundet. Ich freue mich aber auch gerade irgendwie nicht so richtig, ich weiß gar nicht. Oh, ich habe mich verbremst, weil ich auf die Karte geguckt habe. Nein. Die Punkte sind halt auch wirklich, bei diesem Spiel ist irgendwie alles kleiner dargestellt. Man sieht sich selber nicht so richtig ja, auf die Karte. Man muss selber... Man muss wissen, wo man ist. Das ist unglaublich. Ja. Das ist voll dumm. Und die Lags also sind alles echt sehr, sehr klein. Es laggt durchgehend bei mir. Ja, du hast aber auch scheiße. Ja. Das liegt aber nicht am Upload. Wir haben ja in F1 vor 17 genauso gut gefahren, also. Ja, verstehe ich nicht. Die Server so scheiße sind. Kotzt mich gerade an, Alter. Ich bin. Alter, ist deine Festplatte bin voll. Angepisst. Das merkt man. Die Festplatte, wo das Spiel darauf installiert ist, ist nicht voll. Aber wo du drauf aufnimmst oder so. Ich habe tatsächlich irgendeine Festplatte, die ich irgendwie, ich weiß nicht, ich muss da diesen einen Ordner wegkriegen, aber das der geht halt nicht so einfach weg, ne? Ja, das ist dieser Benutzerordner auf der C-Festplatte. Ich weiß nicht, was zur Hölle da drauf ist, aber ich habe da irgendwie 100 GB oder so. Ach so, das ist der Premiere Cage, glaube ich. Keine Ahnung, wo der, ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich will das weghaben. Und das. Ja, ich habe den Speicherort geändert und lösche. Der. Kommt echt mehrere hunderte Gigabyte relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen manchmal zusammen. Je nachdem, wie viel man schneidet. Den lösche ich auch jede Woche einmal. Und da muss ich das mal nachgucken. Vielleicht liegt es echt daran. Aber das ist halt auf einer anderen Festplatte eigentlich. Ja, das ist bei mir auch auf der C-Festplatte statt auf meiner A-Festplatte. Ja, aber den will ich da wegkriegen. Ja. Ja, wie hast du den jetzt weggemacht? Ich hab ihn gelöscht und dann habe ich den Speicherort geändert. Das musst du mir nachher mal zeigen, das will ich unbedingt machen. Weil wenn das wirklich daran liegt, wäre das Premium. Ah, oh, Leute, noch. Wie viele Runden haben wir noch? 11. Runde 19. 11. Ich bin 18. Ach ja, ich hab richtig Spaß. Ich war so gehypt, Alter, und jetzt so ein Bullshit einfach. Nein! Ey, das Glück gehabt. Muss man sich echt angucken. Ich bin echt so gespannt darauf. Das erste Mal ein Ausgaster mit Facecam. Wie sehen meine Reifen aus? Oh, das geht. Ich muss halt nochmal an die Box und hab dann Stop and Go. 10 Sekunden. Macht er dann eigentlich in 10, die 10 Sekunden Stop and Go in einer Boxenstop? Ja, ne? Ne, glaub nicht. Echt? Was soll das denn? Aber Stop and Go. Die Bremsen von meinem Auto werden immer voll warm. Stop and Go kann auch noch drauf gerechnet werden, glaube ich, ne? Ja. Okay, dann ist ja egal.
glaube, jetzt fallen. Ich musste gerade so langsam fahren, weil ich die ganze Zeit auf die Karte geguckt habe, wo ich bin. Das ist total nervig. Ja. Die Karte ist scheiße. Das mit den Reifen auswählen ist scheiße. Aber sonst ist das Game eigentlich ganz geil, aber... Ja, richtig geil. Und die Lags sind scheiße. Die Lags sind scheiße. Die Produktionen sind scheiße. Die Bots fahren dich in die Wand. Junge, das ist unnormal. Ich weiß nicht, was das ist. Die haben mich zwei, dreimal... Du bist am Anfang, ja, die Bots sind viel, viel besser ja, geworden. Und sind zack, sie ja. Sie, dich weg. Sie sind viel aggressiver, aber auch... Was soll das? Die kennen da nichts, Alter. Der fährt einfach weiter. Der presst mich da in die Wand. Fährt einfach weiter. Boxenstopp. Hallo, Boxenstopp. Junge, ey. Glaube, ich krieg jetzt auch nochmal lila. Oh, Vettel ist jetzt auf Platz 3. Ja, boah, das war in der Hamilton Box. 2. Hamilton ist auf Platz 2, ja. Dass du Erster bist, Alter, wie krass bist du? Genau so krass wie in der letzten Saison. Oh, Mann. Ich nicht. Ich mag Red Bull nicht. Super, das Team. Fällt mir gut. Auto sieht geil aus. Und wir haben dadurch auch mal Ferraris als Gegner. Junge, gleichwohl mich Platz 19, der gar nicht mehr fährt, Alter. Hä? Ja. Wer ist jetzt hinter mir? Ist eine gute Sache. Blaue Flagge, ich lasse ihn überholen, weil das bringt eh nichts. Magnussen, Hartley ist. Oh, jetzt habe ich hier gerade Überrunde, meine ersten Überrunde vor mir. Was? Weißt du, wer mich gerade überrundet hat? Platz 13. Nice. Das ist geil, ja. Boah, wie schlecht ich bin, Alter. Nicht mehr normal. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir! Oh, ich hab Sirotkin vor mir. Echt? Wo bist du? Auf der Strecke. Im ersten Sektor okay. Bin ich. Das ist der, der vor mir ist. Also platztechnisch gesehen. Das heißt, ich hab dich jetzt schon zweimal überrundet. Nee, ja doch. Doch. Ja. Respekt. nein, nice. hast du, ich weiß es nicht. Doch klar, ja, habe ich. Ja, du hast doch gesagt, du überrundest Sirotkin das erste Mal jetzt. Ja, aber... Dann hast du mich zum ersten Mal überrundet. Ich hab dich, glaube ich, schon an der... Wobei, stimmt, ja, logisch. Ja, ich hab dich gerade das erste Mal überrundet, oder? Vorhin hattest du mich das erste Mal überrundet, nee. Aber jetzt nicht mehr. Ja, aber du wurdest doch gerade schon von anderen überrundet. Ja, überrundet. Aber zum ersten Mal, du hast mich nur einmal überrundet. Ja, nee, ich hätte dich ja logischerweise... Einmal überrundet! Ich hätte, nein, zweimal in der Box, wenn dich andere schon überrundet hatten, gerade eben, schon vorher, dann hatte ich dich logischerweise, weil ich erster bin, auch schon überrundet. Wenn ich jetzt nochmal an dir wenn vorbei bin... Wenn du mich zweimal überrundet haben solltest, dann hättest du jetzt aber schon Platz 12 überrundet. Nein, nur weil du langsam... Nein, logischerweise nicht. ist egal, ich verstehe es sowieso nicht. Ich kann dich mehrere Male überrundet haben, aber... Muss die anderen ja nicht zwangsläufig mehrere Male. Nur alle, die hinter dir sind. Aber hinter dir ist ja keiner mehr, oder? Ja, Gasly. Aber fährt weiß er noch? Ich, nicht. Ja, ich hab nicht das Gefühl, dass er noch fährt. Also, habe ich dich mindestens zweimal jetzt schon überrundet. Ja, mindestens, oder? Wahrscheinlich hast du mich schon 15 Mal überrundet, Alter. Was hast du denn für Theorien hier, Alter? Ich krieg gleich eh wieder Stop and Go, weil der hinter mir ist und ich komme nicht an den Vorderen vorbei, deswegen... Ich würde gern Teamkollege. Yo. Was ich hier gerade veranstalte, lol. Alter. Lol.
Safety Car ist ja! Strecke. Da krieg ich nix, Alter. Aber nur das Virtuelle. Wieso? Das Virtuelle? Hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ey, wieso virtuell? Fick dich. Kann sein, also ich hatte gerade ein bisschen einen Crash. Ey, was heißt jetzt virtuell? Was soll das? Ja, das hatten wir doch schon mal. Du hast dann so eine vorgegebene Zeit, die du einhalten musst. Nur, also, aber es kommt kein Auto auf die Warum Strecke. Nicht? Du musst, das Ding da oben muss bei dir grün bleiben. Weil es halt nicht so schlimm ist, das. Fick dich, Spiel. Mann, ich will aber zurück überrunden, Alter. Ach Mann, ey. Jetzt krieg ich schon wieder. Ja, ein echtes Safety Car hätte dir geholfen. Ja, Ultra. Komm, ich ramm nochmal einen weg, da krieg ich nichts. In welcher Runde bist du jetzt gerade? 22. 22, ich bin in 24. Ach, ja, siehst du mal. Mann, warum hab ich denn blaue Flagge, ey? Du Scheißspiel! Ey. Bist du in Sektor 1? Nee, ich bin jetzt gleich Startziel. Okay. Ich habe wieder einen leicht geschädigten Vornflügel. Aber das kennt man ja von mir. Was machst du denn? Ja, Mann, ich weiß es doch selbst nicht. Es laggt, guck dir das an. Wegen den Lags fahre ich die ganze Zeit übers Gras, Alter. Ich bin gerade davor, stärker einzulenken. Auf einmal fängt es an zu laggen und ich bin mitten auf dem Gras, Alter. Hört sich nicht toll an. Nee, überhaupt nicht. Fahrer hinter mir. Fahrer vor mir. Perfekt. Ich muss einen wegrammen, sonst habe ich eh keine Chance mehr. Ich habe auch so keine Chance, wenn ich einen wegramme. Müsste alle wegrammen. Ich brauche halt einen Safety Car, dann kann ich zurück überwunden. Nicht in der kurzen Zeit. Meinst du? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Ja, dann ist sowieso alles verloren. Wenn ich nicht mal das schaff. Junge, das war knapp. Weil das ist ja schon 25. Runde bei mir. Und das ist ja das Relevante. Das, aber du kannst aber richtig schön auf Fett fahren. Jo, mich dreht's gerade. Sehr gut. Ich fahr jetzt aber auf die Strecke, Alter. Wenn mich jemand wegrammt, ist mir egal, Alter. Mann, ey. Hauptsache, ich fahr nicht gerade an dir vorbei. Nee, machst du nicht. Währenddessen du auf der Strecke stehst. Ich fahr schon wieder. Ey, das ist... Es ist nicht mehr normal. Fahrer hinter mir. Okay, die hinter mir sind... Gibt's keine mehr. Platz 19 und 20, die sind raus. Das war gerade richtig enttäuschend. Fahrer hinter mir, von den Fahrern, die auf der Strecke sind, sind wir die Letzten. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich ramm den jetzt echt weg. Einfach aus Spaß, Alter. Der vor mir ist, keine Ahnung. Hartley ist das. Der schafft eh nichts mehr. Ich muss eh an die Box. Und es laggt. Mike macht Faxen. Ich hab Angst, dass ich dir näher komme. Und du dann plötzlich irgendwie quer auf der Stelle stehst und ich mir dann meinen Reifen an dir abfahre. Das könnte tatsächlich passieren. Weil mir näher kommen, das kann passieren. Dass ich irgendwelche Faxen mache, das kann auch passieren. Das ist alles möglich. Ich glaube, der vor mir ist, überrundet mich gleich. Wo bist du? Hast du Cyril Dings da überholt? Ja, schon lange. Okay, dann kommst du aber echt nah an mich ran jetzt. Also du müsstest jetzt bald hinter mir sein. Bin jetzt Startziel. Ich auch. Hast du mich überholt? Das kann auch sein. Wo bist du?
vorne oder hinten? Ich sag dir, wenn ich bremse. Ich bin gerade Mitte. Okay, ja, dann bist du hinter mir. Bremse. Ja, ich bin gerade aus der Kurve raus. Bin zwei Autos vor dir oder so. Und mein Akku geht gleich aus. Du bist jetzt in der vorletzten Runde oder so, ne? 27. Okay. Mann, ich komm nicht mal mehr an den Rand. Ich will den noch wegrammen. Okay, blaue Flagge. Ich bremse jetzt und dann hau ich den weg, Alter. Wow! Ja, ja. Da hast du aber keinen weggehauen. Nee. Ich bin nur ein bisschen im Kies gewesen. Aber so bist du. Was war da los? Wieso hast du den nicht erwischt? Du bist jetzt an mir vorbei. Ich weiß, sie hat gebremst. Der war auf Zack. Entweder habe ich zu früh nach links eingelenkt oder er war auf Zack. Weil die KI-Stärke ist auf jeden Fall ganz gut, weil als Führender Platz 16 zu überrunden ist auf jeden Fall alles noch im Rahmen. Also das ist, passiert ja in echt auch. Und der Abstand zum Führenden zum zweiten Platz in echt ja auch. So, nur dass es vielleicht kein Red Bull so krass schafft. Aber ich bin halt krass. Ja, ich auch. Du sowieso. Mike muss ich erstmal mit den neuen weniger geilen Einstellungen. Fahrhilfen. Ja, ich dreh mich. Ey, was soll das? Vielleicht kommt gleich Platz 17. Der ist vor mir. Den kann ich aufhalten. Oh, da ist Hamilton und so. Ey, die kann ich wegrammen. Komm, dich krieg ich! Shit! Der ist an mir vorbeigefahren. Ich bremse jetzt aber nicht. Ich fahre einfach in die Kurve rein. Ey, Junge! Mein Reifen ist weg. Die sind aber auch komplett tot, Alter. Vettel ist jetzt Platz 2 und nicht mehr Hamilton. Hä? Was hast du getan? Voll in Hamilton rein und der ist in Vettel reingefahren. Lebt Vettel noch? Hamilton ist raus. Ist ja, ganz den habe ich gekillt. Was mit, muss Vettel an die Weiß Box? Ich nicht, warte, ich guck mal. Du kannst Fotos von mir machen. Warte, wie sehe ich denn, wie an, wo aber an die Box muss? Ja, kannst dir kurz dein Auto angucken, aber mach lieber Bilder von mir, Alter. Ich glaube nicht, dass Vettel an die Box muss. Ja, ich mach Bilder von dir. Cool, dann können wir uns die gegenseitig schicken. Alter. Sick. Oh, das musste jetzt sein, Leute. Es bringt sowieso nichts, Alter. Ich war so weit hinten. Dadurch haben wir Mercedes aufgehalten. Und es ist witzig. Oh, ist das hässlich einfach. Dafür ja, sind sie jetzt nicht in der Konstrukteurswertung vor uns, die beiden. Ja. Also die Mercedes. Was auf Ferrari vor uns kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo Kimi Räikkönen ist. Fünfter. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich glaube schon. Junge, Alonso ist raus, ja, ich glaub Gasly auch. Ist raus, ich bin raus und Hamilton. Hamilton. Was hat der wohl gemacht? Also, Vettel muss leider nicht an die Box. Ey, Junge, hätte ich Vettel auch noch mitgenommen, Alter. Das wäre geil. Der arme Vettel. Wieso der arme Vettel, Alter? Ja, Hamilton über der gerammte arme Vettel. Ich glaube, mir hat sogar beide Reifen weggefetzt. Links und rechts, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz, aber ich glaube links und rechts. Da steht deine Nummer. Ja, wo steht vorne die? Drauf, aber es ist, ist halt so ein Junge. So ein bisschen komisch, ja, halt. Ich mag die. Der Schriftzug ist so ein bisschen komisch, aber die Nummer steht einfach ganz normal vorne drauf. Das ist ja witzig. Yes! So sehen Sie Platz 1. Boah. Oh Gott, der Akku geht zugrunde, Leute. Der Akku hält aber noch, hoffe ich, für die Abmoderation. Krass. Jawoll, Alter. Da hast du
schon mal den ersten Sieg geholt. Ich bin stolz auf dich, hast du gut gemacht. Danke sehr, ich bin auch stolz auf mich. Ich dachte, auf mich bist du stolz. Oh. Auf dich auch, total, ja. Jetzt bin ich traurig. Die Leistungen waren krass. Okay, Leute, das war's vom ersten Rennen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schaut auf jeden Fall bei beiden Kanälen vorbei. Und auch, ja, bei der nächsten Folge, beim nächsten Rennen. Ich hoffe, da läuft das Ganze besser. Vor allem bei mir eben. Bei dir lief es ja ganz gut. Was heißt ganz gut? Doch, es lief richtig gut. Ja, hier. Wir sind nur zweiter Platz insgesamt in der Konstrukteursrangliste. Ferrari startet dort auf Platz 1. Aber 3 Punkte nur, das ist okay. Ja. 10 Punkte hier zu Mercedes. Wenn du auch Punkte holst, dann. Ja, das kriegen wir schon hin. Leute, nächste Folge wird geil. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.